Heute geht es um das Thema Gehen. Können wir zwar alle, aber gerade auf Schnee und Eis ist das eine spezielle Sache. Deshalb schauen wir uns heute wichtige Tipps und Tricks für das richtige Gehen am Gletscher an. Zuerst eine kurze Unterscheidung. Während das Gehen am Schnee im Winter für viele von uns keine große Sache ist, ist das Gehen auf Eis in der Großstadt doch eher eine seltene Herausforderung. Klar ist, dass es für das Eis definitiv wichtig ist, mit der richtigen Ausrüstung anzurücken, also Steigeisen. Am Schnee hingegen ist das nicht unbedingt notwendig. Zumindest dann nicht, wenn der Schnee warm bzw. weich genug ist, um einen stabilen Fußabdruck zu hinterlassen. Sehr harter Schnee hingegen macht das Tragen von Steigeisen trotzdem sinnvoll. Somit kann man gleich mal sagen, ob Steigeisen am Gletscher notwendig sind oder nicht, ist gar nicht so einfach zu sagen und hängt von den Umständen ab. Im Frühling und Sommer sind hohe Gletscher meist noch so schneebedeckt, dass man sich auch ohne Steigeisen auf ihnen bewegen kann. Wird es aber steil, sind Schneemassen rar, sodass auch in diesen Zeiten Steigeisen Sinn machen. Da man das aber im Vorhinein nicht immer gut beurteilen kann und unter dem Schnee auch Gletschereis lauern kann, macht es jedenfalls Sinn, die Steigeisen immer einzupacken. Schauen wir uns die Technik an. Beim Gehen mit Steigeisen im flachen Gelände muss man nicht sehr viel beachten. Definitiv aber, dass man vorsichtig sein sollte, solange man wenig Erfahrung hat. Denn Steigeisen sind spitz und scharf, was sie gefährlich macht, wenn man dann damit hängen bleibt. Nicht nur für die Hose, sondern eben auch fürs Bein. Außerdem kann man mit Steigeisen auch im anderen Steigeisen hängen bleiben, was einen aus der Kontrolle bringt. Ein Sturz am Eis kann aber durchaus auch gefährlich sein, vor allem wenn der Gletscher völlig blank ist. Deshalb sollte man Folgendes beachten. Beim Gehen mit Steigeisen kann man sich ein wenig am Gang eines Cowboys orientieren. Am besten du versuchst sichelförmig zu gehen, so kann das Hängenbleiben am anderen Eisen oder der Hose verhindert werden. Dabei wird das eine Bein leicht sichelförmig am anderen eben vorbeigeführt. Außerdem solltest du dich etwas V-förmig positionieren. Das erleichtert das Gleichgewicht im anspruchsvollen Gelände auf der einen Seite und auf der anderen Seite reduziert es auch die Gefahr, mit den Frontalzacken irgendwo hängen zu bleiben. Wichtig ist auch, mit möglichst vielen Zacken aufzutreten. Beim Aufsetzen der Steigeisen sollte man aber nicht unnötig viel Energie verschwenden. Oftmals sieht man am Gletscher, dass unerfahrenere Bergsteiger mit sehr viel Druck und Schwung die Steigeisen in den Boden rammen. Dabei reicht es eigentlich völlig, wenn man die Steigeisen so aufsetzt, wie man es auch eben ohne Steigeisen tun würde. Denn scharfe, gut geschliffene Steigeisen brauchen lediglich die Ansätze der Zacken, um am Eis gut haften zu können, sofern das Gelände eben nicht äußerst steil ist. Bei hartgefrorenem Schnee drücken sich bei normalem Druck die Steigeisen tief in den Schnee, sodass auch hier der Halt garantiert ist. Also könnten wir zusammenfassen, dass man beim Gehen nicht viel nachdenken muss, sondern dass wenige Grundregeln schon reichen, um erfolgreich unterwegs zu sein. Doch das Gehen am Gletscher besteht eben nicht nur aus dem flachen Gelände. Man will ja auch bergauf kommen. Beim steileren Bergaufgehen gibt es zwei gut bewährte Techniken. Einmal wäre da der Nachstellschritt. Hier setzt man den Pickel vor, dann sitzt man den bergseitigen Fuß vor und der talseitige Fuß wird nachgezogen. Mit ein wenig Übung kriegt man hier einen flotten Gang mit effizientem Tempo hin. Etwas anspruchsvoller ist das Übersetzen. Das ist aber für nochmal etwas steilere Aufstiege sehr gut geeignet und sollte aber definitiv nur in sicherer Umgebung geübt werden, da man hier schnell mal stolpern oder hängen bleiben kann. Dabei wird der Talfuß erst hochgesetzt und dann der Bergfuß hinter dem Talfuß nachgezogen. Aber Bergfuß, Talfuß, was ist das eigentlich? Das ist für das Gehen am Gletscher nicht unwichtig, da der richtige Stand auf dem rutschigen Eis damit leicht erklärt werden kann. Der Talfuß ist jener Fuß, der beim Gehen immer talseitig steht. Dieser sollte mit den Frontalzacken leicht in Richtung Tal zeigen. Der Bergfuß ist demnach der bergseitige Fuß, welcher in die Richtung schauen sollte, in die man sich auch bewegen will. Der Grund für diese Grundstellung ist leicht erklärt. Quert man seitlich einen steilen Eishang, wäre man mit beiden Füßen in Gehrichtung recht instabil. Mehr Stabilität gewinnt man also, wenn man den Talfuß stets so positioniert, dass ein seitliches Umknicken nicht so einfach möglich ist. Das richtige Bergabgehen wird schwerer, je steiler das Gelände wird. Im flachen Gelände verändert sich das Bergabgehen nicht wirklich. Doch wird es steiler, muss man sich darauf konzentrieren, den Schwerpunkt immer schön über den Füßen zu haben. Damit bleibt zeitgleich möglichst viele Zacken auch im Eis. Lehnt man sich zu weit zurück, wird man instabil und riskiert zu stürzen.
Doch da die Steigung des Geländes stets variiert, muss man sich natürlich auch schnell und flexibel darauf einstellen können. Einfacher ist das, wenn man im Sprunggelenk, den Knien, den Hüften und im Oberkörper leicht gebeugt geht. So lässt sich das Schwerpunkthalten deutlich vereinfachen und über den Füßen bleibt der Schwerpunkt auch stabil. Aber auch der Pickel kann hierbei eine Hilfe sein. Während er beim Bergaufgehen eher als leichte Stabilisierung und Hilfe im Falle eines Sturzes dient, ist er beim Bergabgehen auch ein solides Hilfsmittel zum Abstützen. Apropos Pickel. Dieser findet seinen Einsatz am Gletscher nicht nur als Hilfe zur Stabilisierung, sondern auch für Notsituationen. Das bedeutet, dass er am Gletscher beim Gehen am besten immer in der Hand getragen werden sollte. Vor allem, wenn es keine sehr dicke Schneeschicht gibt. Denn nur mit diesem ist ein schnelles Einbremsen bei Eis und auch dünner Firnauflage wirklich möglich. Ganz egal, ob beim Spaltensturz oder beim Ausrutschen am Eis, ein Pickel hinten am Rucksack hat noch niemandem am Gletscher geholfen, also sollte man sich nicht zu schade sein, ihn auch wirklich in die Hand zu nehmen. Am wichtigsten ist definitiv die Übung. Mit ausreichend Übung kann man jedes Gelände am Gletscher, egal ob dünne Schneeauflage, Blankeis, dicker, sulziger Schnee oder auch steiles bzw. flaches Gelände, sicher begehen. Dafür sollte man sich am Ausläufer eines Gletschers eine möglichst sichere Übungszone suchen. Ideal eignen sich hier auch manche Skigebiete, die meist viele Zonen anbieten, in denen zuständiges Personal der Skigebiete die Gletscheraktivitäten beobachten. Ohne Übung ist das anspruchsvolle Gelände nämlich definitiv sehr gefährlich. Das war jetzt hier Teil 1 zum Thema Gehen, sehr basic aufgebaut, aber im bald kommenden Teil 2 beschäftigen wir uns mit dem Gehen im besonders steilen Gelände, aber auch im gemischten Gelände und wir schauen uns an, wie man den Pickel noch tatsächlich richtig effizient einsetzen kann. Wenn dir meine kostenlosen und unabhängigen Inhalte am Kanal wirklich gefallen sollten, dann freut es mich natürlich, wenn du mir mit einem Kaffee eine kleine Unterstützung bietest. Alle Infos dazu hier eingeblendet oder nochmal in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!